Ihr habt den Schuh noch nicht gesehen. Der ist auf jeden Fall nicht günstig gewesen. Ich glaube 660 Euro oder sowas insgesamt. Und jetzt, Digga, bin ich mal wirklich gespannt. Bruder. Schön, dass ihr alle da seid, Mann. Wir haben heute mal ein neues Setup hier. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Fashion Pack Opening. Erstmal auch an alle YouTube-Zuschauer, was geht, an die YouTube-Normis. Ist alles ein bisschen improvisiert hier heute, Leute. Aber wir fangen jetzt erstmal. So, deine Handschelle, Tobi. Machen wir gleich wieder fest, ne? An die Kiste. Hallo? Ich habe ja sehr, sehr modisch gekleidete Mitarbeiter. Tobi selber verdient sehr gutes Geld scheinbar. Trägt Palm Angels. Läuft bei dir. Zeig mal deine Schuhe. Was trägst du heute? Yeezy-Sandalen, Bro. Also ich finde die gar nicht mal schlecht. Und das ist eine Hose, die sieht aus wie von The AB3 Berlin. Nee, ist es? Zara tatsächlich. Zara, auch schön. Zeig mal deine Unterhose kurz. Perfekt, Bro. Arschgeil. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem ersten Item an. Ich glaube, wenn ich jetzt hier was am Tisch lege, dann sieht man das ja. Ich habe mir hier diese Nike Sakai geholt, die sind natürlich jetzt schon dreckig. Wirklich absolut geile Schuhe, die sind jetzt leider gerade vom Gassi gehen noch ein bisschen schmutzig, Leute. Diese Sakais hier, sehr, sehr schön, waren glaube ich 200 Euro. Absolut arschgeile Schuhe. Dann haben wir an der Stelle noch diese Jacke hier, die habe ich mir von Fartech geholt. Ne, ihr kennt es, diese Palm Angels Jacke, die war ja wirklich komplett wild runtergesetzt, wenn man das so sagen darf. Die war 350, glaube ich, war im Original 700. Wie findest du diese Jacke? Finde ich wild. Findest du die cool? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Leiche schon mal im Leoprint so. Finde ich ganz geil. Die kennt ihr schon. Ja, ihr habt die Sachen auch noch nicht ausgepackt gesehen. Dabei geht es ja bei dem Fashion Pack Opening. Wir fangen an, glaube ich, mit dem Paket von Preach. Lass uns da doch mal ganz kurz reingucken. Preach ist eine Marke, die gerade von Tigger gekauft worden ist, aus den USA ursprünglich. Ja, man hat ein bisschen Research gemacht. Und wir schauen mal ganz kurz, was wir hier so drin haben. Akani, was jetzt? Fein. Ja, da ist nichts für dich drin, Bro. Da ist nichts für dich drin. Oh, Bro, ich habe Mundschutz bekommen. Das ist cool. Ja, ich glaube auch. Oh, da steht sogar was drauf. Yo, thanks for your support in believing us. Just keep on practicing what you preach, cause we're all icons of change. Das klingt so, Digga, als hätte ich irgendwas wegen so ein Influencer. Aber ich habe das ja einfach gekauft. Also ich habe dafür bezahlt. Aber cool, dass da was Handgeschriebenes dabei ist. Das erste Item, was wir haben, ist diese wunderschöne Jacke, die ich mir hier rausgelassen habe. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir die geholt habe. Ich fand die eigentlich ganz cool. Die passte, glaube ich, ganz gut zur Hose. Komplett vergessen, dass ich die gekauft habe. Oh, damn. Das war diese Jacke. Die ist ganz wild, weil die hat hier hinten so Rainbow-Color-mäßig irgendwie. Finde ich extrem cool. Finde ich eine sehr, sehr schöne Jacke. Die war, glaube ich, 90 Euro oder sowas. Hat ja vorne zwei schöne Bänder. Ja, Pokémon Booster Pack einfach. Das ist ein Ding, was bei der Jacke dabei ist. Genau, hier ist nochmal eine Sample Card drin. Die ist aber, glaube ich, nicht individualisiert. Aber trotzdem eine schöne Jacke. Ganz nice so für einen Übergang. Ganz schön, Digga, wirklich. Dann haben wir noch in dem Paket drin eine absolut wilde und schöne Cargohose in meinen Augen. Finde ich persönlich ganz geil. Ist auch ganz schön. Die ist unten auch nochmal verstellbar. Also wenn man es ein bisschen enger mag. No sexual. Wir bauen kurz um. Danke für eure Geduld, Leute. Arschgeil. Cargohose von Preach und eine Jacke von Preach. So an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das persönlich ganz cool, oder? Ich mag die Hose übertrieben. Es ist geil. Es ist Bauarbeiter. Ja, es ist halt sehr, sehr eintönig, ne? Aber man darf nicht vergessen, Leute, man hat da hier hinten quasi dieses etwas neonfarbene quasi. Und wenn man jetzt mit einem verrückten Piece das Ganze noch ein bisschen aufpeppt, das Outfit, dann hat man tatsächlich, also man braucht halt wirklich hier, sag ich mal, noch so ein bisschen Drip on top. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das nächste Paket ist auf jeden Fall Manet de Roir. Da haben wir nämlich unglaublich viel bestellt. Ganz kurz zum Verständnis, die Sachen, die ich gerade anhatte vom Preach, die Hose, circa 90, die Jacke, glaube ich 90 oder, also auf jeden Fall nicht teuer, wirklich sehr, 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 sehr kostengünstig. Zu dem teuersten kommen wir gleich. Das ist nämlich der Schuh hier, der war 666 Euro, ist ein Travis-Schuh. Ich sag Travis-Schuh, Alter. Alle werden jetzt sagen, welches Modell, blablabla. Leute, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein Air Jordan. Ich weiß es aber tatsächlich nicht mehr. Hier habe ich sehr, sehr viel bestellt, wie ihr sehen könnt. Manet de Roir. Und ihr müsst mal überlegen, Leute. Ich habe den Shop auch nur bei Instagram gefunden. Ich habe bekommen eine Hose, zwei Hosen, drei Hosen, eine Weste und noch eine Jacke und ein T-Shirt, glaube ich. Also das für, ich glaube, umgerechnet 250 Euro oder sowas. Baba, Digga, wirklich. Und die Qualität scheint ganz gut zu sein. Wir fangen erstmal an mit dem Piece hier, Leute. Das ist die Cargo-Hose hier, Leute. Einzige, was mich ein bisschen triggert, ist der hier, ne? Warum? Finde ich nicht geil. Persönlich sehr, sehr schön. Dann habe ich mir einfach, weil ich dachte, ich habe noch nie eine weiße Cargo-Hose gesehen, die cool aussieht. Dann habe ich mir die gleiche Hose nochmal in weiß bestellt. Ne, ist eine andere sogar. Ist die Air Cargo. Das sind die mit diesen Clippers hier. Das, Digga, das sieht einfach aus wie Dead Adam, ne? Ja. Also weiß ich nicht, ob ich die wirklich trage, vielleicht schicke ich die sogar zurück. Also ist schon ziemlich ausgefallen. Kann aber, glaube ich, trotzdem ganz cool aussehen mit dem richtigen Schuh. Finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Dann hier. Ah, Digga.
ich habe den Mantel nicht dabei, weil ich habe mir nämlich hier einen Hoodie gekauft, Leute. Und ihr kennt vielleicht diesen Mantel, kurz für die YouTube-Zuschauer, das Instagram-Bild dafür. Den habe ich mir damals in New York in der Boutique gekauft. Absolut passend zu diesem Hoodie hier. Ist auf jeden Fall ein besonderes Design, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mag diesen Graffiti-Handmade-Vibe so ein bisschen. Ist so ein bisschen wie diese Handyhüllen, die wir gemacht haben. Dann habe ich mir hier noch eine Weste gekauft, Leute. Und da bin ich wirklich am skeptischsten von allen Sachen gewesen, weil ich nicht weiß, trage ich Westen. Kurze Story, ich habe mir mal eine Moncler-Weste gekauft für, glaub, 1200 Euro. Einen Tag angab, habe gesagt, Digga, ich trage nicht mehr Westen, wieder zurückgegeben. Und seitdem habe ich immer noch einen 500 Euro Gutschein übrig bei Apropos und zahle damit immer meine Parfüms. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir auch erst eine Weste gekauft von Calvin Klein. Du musst mal zu dem Hoodie oder so mal die Weste rüberfahren. Pass auf. Ich habe nämlich ein komplettes Outfit im Kopf. Das ist nämlich hier in der Tüte drin. Ein absolut wilder Hoodie dazu, noch zu der Weste. Weste mit Hoodie ist wirklich geisteskrank. Und hier dann nochmal, da bin ich mir wirklich nicht sicher, Alter. Also das ist ein seltsames Piece, oder? Das ist, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Kleiderständer wird bei mir. Wisst ihr, manchmal ist es gar nicht so verkehrt. So, ich habe so ein, zwei Sachen. Ich habe diesen weißen Helmut Langmantel zum Beispiel, kennst du ja auch. Den trägt man normalerweise nicht so. Aber wenn man ihn dann trägt, ist es was Besonderes. Und das kombiniert damit wieder, es gibt so ein paar ausgefallene Sachen, die kann man dann doch, glaube ich, ganz cool zusammenwerfen, finde ich. Jetzt eine meiner Favorite Brands. Das hier, ich liebe ja Daily Paper, Leute. Großer Fan von Daily Paper. Und Daily Paper hat eine Kollaboration gemacht mit dem Van Gogh Museum. Das hier ist allerdings nichts aus dem Museum. Ich glaube, das ist nur von der abstrakten Kunstserie. Einfach ein plaines Shirt mit einem richtig coolen Print drauf. Oh doch, feier ich. Finde ich richtig cool. Großer Fan von moderner Kunst, Leute. Finde ich sehr, sehr cool. Gibt mir so ein bisschen leichten Picasso-Vibe. So, und jetzt, da war ich auch nochmal ein bisschen abgedrehter. Das ist auf jeden Fall ein Piece. Da bin ich richtig, richtig froh, dass ich das bekommen habe und noch gefunden habe vor allen Dingen. Und ich zeige euch das Outfit dazu und ihr werdet sagen, Mashallah, einfach der Hübsche. Auch Daily Paper x Van Gogh Museum. Und zwar einen babyblauen Hoodie. Babyblau, wirklich absolut, absolut geil. Wirklich ein ziemlich, ziemlich cooler Hoodie. Ja, ganz schön. Babyblau hier vorne mit dem roten Akzent drauf. Vincent van Gogh. Aber jetzt, Leute, hinten drauf das Selbstporträt von Van Gogh als Print. Finde ich übertrieben geil. Ja, ist halt sehr, sehr eigen. Ne? Finde ich aber richtig cool. Und ich zieh mal ganz kurz das Outfit an, was ich damit im Kopf hatte. Mashallah, einfach die Hässlichen. Der hat uns beleidigt. Finde ich persönlich über nice mit dem Blau. Schwarz, Digga. Mag ich sehr, sehr gerne, Alter. Gefällt mir sehr, sehr gut, Mann. Der Hoodie auch so an sich. Also auch ein wirklich geiler Hoodie so an sich. Kann man nicht sagen. Der sitzt sehr gut, finde ich. Ist einfach so ein chilliger Fit. Das ist natürlich jetzt kein Outfit so. Ich würde nicht komplett weiß gehen. Aber ich ziehe mal das Shirt kurz mit der weißen Hose an und der schwarzen Weste drüber. Weil es mich einfach mal interessieren würde, wie das aussieht. Und dann, Leute, kommen wir quasi zum einzigartigen Schmuckstück des Abends, nämlich diesem Schuh hier. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Mach mal einen Handstand. Ey, darf ich? Ja, ja. Ja, aber wenn du dir was brichst jetzt. Tobi? Oh. Perfekt. Also, nochmal. Natürlich jetzt nicht ernst gemeint, ne? Komplett weiß ist immer schwierig, weiße Hose. Normalerweise müsste jetzt hier ein schwarzer Hoodie drauf. Aber ja, Digga, ne? An sich. Everybody. Auch nicht verkehrt. So, ich wollte das Shirt mal anziehen. So, das Shirt. Absolut coolen Fit. Ich finde den Faden hier nice, den die da drauf gemacht haben. Aber ja, das Shirt ist auf jeden Fall wirklich geil. Ist wie gesagt kein wirkliches Outfit. Ich würde, glaube ich, kein Weiß auf Weiß kombinieren. Plus nochmal die Schuhe dazu. Das würde ich wirklich nur machen, wenn ich halt irgendwo sicher gehen würde, dass ich auf jeden Fall nicht dreckig werde. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild, Leute. Wir kommen zum Grande Finale quasi. Ich habe die Schere wieder verloren. Wir machen auf jeden Fall jetzt, Leute, den Schuh mal auf. Und da bin ich auf jeden Fall jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Na, ihr seht, ich habe mich sehr viel bei so kleineren Marken, sage ich mal, orientiert, zumindest was die Klamotten angeht oder nichts, was jetzt unbedingt nur im Mainstream stattfindet. So, wir haben die Travis Air Jordan 1. Ne, es sind Air Jordan 6. Air Jordan 6 Travis. So, Leute. Der Schuh hier, Design von Travis Scott, olivgrün. Ich trage den in 42,5. Ihr habt den Schuh noch nicht gesehen. Der ist auf jeden Fall nicht günstig gewesen. Ich glaube 660 Euro oder sowas insgesamt. Brandneu. Und wir schauen mal ganz kurz, was ich zu dem Schuh sagt. Also ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ja, 42,5, weil die wohl ein bisschen kleiner ausfallen. So, wir haben hier wieder den üblichen Kram drin. Diese Vibes von Kleckt. Und jetzt, Digga, bin ich mal wirklich gespannt. Bruder. Digga, das ist schon ein wilder Schuh. Okay, Leute, das ist der Schuh. Also, Digga, sieht nur mal wenn man aus, den nicht fühlt. Der sieht von vorne so satisfying aus. Der ist richtig, richtig geil, Digga. Boah, Bro. Das ist auf jeden Fall. Oh mein Gott, Bruder, stell dir mal vor, du lässt den einfach.
In Gelb. In Gelb und Grau, weißt du? Ja. Da sind noch verschiedene Laces drin, ne? Okay, oh, Leute. Wichtig ist, bei dem Schuh hier, der hat hier vorne kleine Taschen. Das ist, glaube ich, von Travis tatsächlich angedacht gewesen, dass man da Gras reinpackt. Das sind so kleine Bags an der Seite. Ich werde da natürlich nur eins reintun, und zwar Crystal Meth. Turn up, Notification Gang, we lit. Cool ist auch bei dem Schuh das Lacing hier oben. Wir haben hier oben dieses kleine Ding zum Aufziehen. Digga, ne? Den Bogen hier hinten, guck mal. Und können auch hier... Drück mal da drauf. Der ist richtig hart, Digga. Richtig verstappt. Nee, der hier. Ich zieh den Schuh mal ganz kurz an, Leute. Ich möchte mal schauen, wie der sich trägt. Also es war auf jeden Fall klug, den ein bisschen kleiner zu nehmen. Oh, Digga, der Tragekomfort von diesem Schuh, ne? Wie lange ich keinen Jordan mehr anhatte. Wie würdest du den jetzt binden? Guck mal, wenn du den jetzt so trägst. Also ich habe Jordans habe ich damals nach hinten gebunden. Ja, würde ich jetzt auch machen, aber du hast ja halt hier vorne dieses Ding, weißt du? Ich glaube, ich würde den gar nicht binden. Ziemlich locker tragen, zumachen und das Schnürsenkel einfach reinstecken. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, kannst du auch machen. Also wirklich, ein absolut... wilder Schuh. Geht mir richtig, richtig gut rein, Mann, Digga. Ganz geil bei den Jordans halt hier dieses Airpolster, der Knöchelschuh da quasi vom Basketball. Und auf der anderen Seite halt dafür nochmal die Tasche. Also Leute, ganz ehrlich, Mann. Großer Fan von diesem Schuh, Digga. Der riecht es nach Gras ja auch? Nee. Das hier davon abschneiden, das nicht wie bei Off-White, Leute. Das davon abmachen natürlich. Nee. Safe zu lassen, keine gelben. Oh, bitte. Dumm, Alter. Ja, entwertet der Schuh. Komplett entwertet. Nochmal kurz zusammengefasst. 2200, Nike Sakai. Nike Blazer Sakai, genau so rum eigentlich. Genau, Blazer Sakai. Dazu dann den Air Jordan 6 in der Travis Scott. Der war somit das teuerste mit 600. Dann eine Jacke von Preach, 80 Euro. Auch so Cargo-Stil, dazu eine passende Hose von Preach. Auch sehr schön. Dazu noch diese Palm Angels Jacke, 350. Das war, glaube ich, das zweiteuerste Piece, was ich mir geholt habe. Auch, sehr geil, Bro, die riecht so geistkrank nach mir. Riech mal. Ja, Digga. Ekelhaft, oder? Nee. Doch. Nee. Doch. Ich lieb's. Ich will mit dir schlafen. Dann dieser Hoodie. Da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Soll ich den nochmal kurz anziehen? Ich glaube alleine... Ja, wobei... Ich finde ihn gar nicht so bad. Also so schlecht ist der nicht. Ich finde es geil, dass du am linken Ärmel noch dieses Ding da, dieses Tag drauf hast. Ja, Digga, also... Ich sehe aus wie so ein... Bauarbeiter. Geil, Chatfire trotzdem. Irgendwie too much. Ich sehe aus wie Security, ne? Ganz ehrlich, ich finde es nicht ultra bad. Ich glaube, der Pulli ist sowas wie Criminal Damage damals war, wo man so sagt, geil, hole ich mir unbedingt. Da hat man das und denkt sich so, Ich behalte ihn auf jeden Fall mal. Ich werde noch irgendwas dafür finden, um den zu kombinieren. Dann dazu noch, wie gesagt, hier, absolutes Favorite-Stück, Daily Paper x Vincent van Gogh. Dann hier noch eine weitere Cargo-Hose in schwarz. Die finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja. Fällt mir sehr gut, habe ich ja eben schon mal gezeigt, keinen Bock nochmal zu drehen. Und schlussendlich dann noch hier dieser Hoodie. Dazu zeige ich euch später mal ein komplettes Outfit. Müde Rivoli. 7500 Liter. Ja, Ravioli. Ach so. Ja. Dazu zeige ich euch später nochmal ein komplettes Outfit, weil ich habe dazu den passenden Mantel. Und ich schwöre euch, das plus Mantel plus eventuell sogar die weiße Hose könnte wirklich, wirklich gut aussehen. So viel auf jeden Fall dazu. Das war's vom Fashion Pack Opening. Ich ziehe mich kurz wieder um. Macht's gut, ciao.